Über der Altstadt von Pirna erhebt sich das Schloss Sonnenstein. Nach einer 600-jährigen Geschichte als Burg und Festung eröffnete Dr. Ernst Pienitz 1811 die Sächsische Heil- und Versorgungsanstalt für Geisteskranke. Weltweite Anerkennung fand die Anstalt aufgrund ihrer damals fortschrittlichen Idee der humanen Betreuung und Therapie. Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 1933 brachte das Ende humanitärer Fürsorglichkeit. Adolf Hitler! Adolf Hitler! So waren wir Gotthelfer! So waren wir Gotthelfer! Rassenhygienische Lehren bestimmten von nun an die Selektion von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Zur Züchtung einer arisch-nordischen Herrenrasse erließen die Nazis im Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das im Januar 1934 in Kraft trat. Es folgte eine groß angelegte Zwangssterilisation. Davon betroffen auch Sonnensteiner Anstaltsinsassen. Neununddreißig wurde die Anstalt aufgelöst. Ein Jahr später wurde die neue Landesheil- und Pflegeanstalt eröffnet. Ein Komplex von 4 Häusern wurde mit einer Mauer nach außen abgeschirmt, Gaskammer und Krematorium installiert. Dem vorausgegangen war die Ermächtigung Hitlers, sogenannten unheilbar Kranken den Gnadentod zu gewähren. Euthanasieeinrichtungen wurden geschaffen. Anstalten zum Töten. Hadamar, Grafeneck, Hartheim, Bernburg, Brandenburg und Sonnenstein. Dieses Mordprogramm wurde als Aktion T4 bezeichnet, nach der Adresse der leitenden Schreibtischtäter, Tiergartenstraße 4 in Berlin. Ärztliche Gutachter, eingebunden in T4, entschieden über Leben und Tod von Insassen psychiatrischer Krankenhäuser, Altersheimen und Einrichtungen der Behindertenpflege. 15.000 Menschen sterben in der Gaskammer von Sonnenstein, überwiegend geistig und körperlich Behinderte. Nach Protesten, vor allem aus Kirchenkreisen, wurde auf Weisung von Hitler diese Gasmordaktion gestoppt, was allerdings nicht das Ende der Krankentötungen bedeutete. 1942 wurde nach Beseitigung der Verbrechensspuren die Euthanasieanstalt Sonnenstein aufgelöst. Die Sonnensteiner T4-Mitarbeiter traten ihren nächsten Dienst an.
In den Vernichtungslagern Belzig, Sobibor und Treblinka. Zur Endlösung der Judenfrage. Sonnenstein war nur der Anfang des industriell betriebenen Massenmordes.